Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von SFS Kolonie und heute werden wir einige Module zur MS Kolonie nach oben bringen. Das erste ist gar kein Modul, sondern unser Raumschiff, was wir dann mit nach Europa nehmen, was dann eben auf der Basis, auf der Kolonie landen wird und dort für eine ganze Weile verbleiben wird. Zusätzlich dazu haben wir dann noch den Treibstofftank bzw. das Landepad. Das zeige ich auch mal ganz kurz. Da haben wir es. Ja, das ist der Treibstofftank. Den haben wir auch ganz am Anfang schon designt. Und das habe ich hier so zusammengefaltet, zusammen mit dem Hitzeschild da. Und hier diesmal einen doppelten 5-Tonnen Treibstofftank, weil wir quasi diese gigantische Masse haben. Und da brauchen wir eben ein bisschen mehr Treibstoff, um den Lander wieder aufzufüllen. Das wird wahrscheinlich trotzdem nicht reichen, also wir werden von hier ein bisschen noch was abzapfen müssen, aber das wird nicht allzu schlimm sein. Ich meine, wir haben hier 80 Tonnen, hier nochmal 8,75 und nochmal 8,75. Also das sind, keine Ahnung, 97 Tonnen Treibstoff, die wir dann auf Europa haben. Und das ist fürs Erste mehr als genug. Ich habe extra so einen großen Tank genommen, weil natürlich Europa ist sehr weit weg, ja, also da ist es ziemlich aufwendig, viel Treibstoff hinzubringen und dann nehmen wir einfach einen gigantischen Treibstofftank und dann hat sich's fürs Erste. Wenn wir das beim Mond oder beim Mars machen würden, da ist es nicht ganz so wichtig, dass es so eine gigantische Menge ist, dort ist es ja auch leichter wieder nachzufüllen. Ja, ansonsten, wir haben hier die Avalon 4B, mit 130 Tonnen, das Ganze hier wiegt glaube ich 110 Tonnen oder so, so um den Dreh. Und beim anderen, also beim Europa-Raumschiff, da haben wir eben nur eine Avalon 3B und das Ganze wiegt irgendwie 70 Tonnen, also das kommt locker hin. Und ja, los geht's.
So, da sind wir gelandet. 0,9% sind übrig. Das ist gar nicht viel. Hier haben wir die andere zweite Stufe auch. 0,9%, perfekt. Dann schauen wir mal rüber. Hier haben wir 3,9% von der Avalon 4B. Und hier haben wir die Avalon 3B mit 1,7%. Und alle sind erfolgreich gelandet. Und ich weiß nicht mehr, welche davon. Eine von beiden ist sehr, sehr weich auf der Erde gelandet, muss ich mal sagen. Das habt ihr dann wahrscheinlich auch schon gesehen. Denn ich habe das Video begonnen, kurz bevor ich krank geworden bin. Jetzt bin ich wieder gesund. Und dementsprechend ist da so ein gigantischer Zeitraum. Jedenfalls haben wir jetzt hier beide Sachen zur Station gebracht. Einmal hier unser Raumschiff, das auf Europa landen wird. Und unseren Treibstofftank mit Landepad nebendran. Und damit sind wir quasi bereit für die dritte Mission, wo wir dann die drei Satelliten und den Treibstofftank, das Raumschiff nach Europa bringen. Und das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst mir mal ein Like da, ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.